Dieser Film handelt von Max und seinen Eltern Brigitte und Stefan Vogel. Eigentlich hätte die Geschichte dieser jungen Familie erst im Januar vor einem Jahr beginnen sollen. Dann nämlich war der Geburtstermin von Max. Durch tragische Umstände kam der kleine Bub 3 Monate zu früh auf die Welt. Kannst du dem Papa zuschauen? Es war eigentlich eine unproblematische Schwangerschaft. Und dann auf einmal hat es angefangen mit, dass etwas nicht gut ist. Und dann bricht im ersten Moment schon gerade ein bisschen eine Welt zusammen. Und man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann in der 26. Woche musste ich dann ins Spital, solange ich noch daheim sein durfte. Das war ziemlich heftig, weil dort ist es nicht um mich gegangen, nicht um meine Gesundheit gegangen. Mir ist es gut gegangen. Es ist um, ich hatte Angst vor dem Kind. Ja, schon Angst. Max ist nicht das einzige Kind von Brigitte und Stefan Vogel. Brigitte Vogel war schwanger mit Zwillingen. Bei einer Routineuntersuchung in der 25. Schwangerschaftswoche merkte man, dass eines der Babys viel zu klein war. Als seine Herztöne immer schlechter wurden, holten die Ärzte der Frauenklinik Basel die Zwillinge notfallmäßig per Kaiserschnitt auf die Welt. Das war am 27. Oktober 2011. Wir haben ja Geschlechter nicht gewusst von dem ungeborenen Kind. Wir haben das im Vorfeld nicht wissen. Und dann in dem Moment hat sie gesagt, die Tochter hat es leider nicht geschafft. Und ja. Und dann ist eigentlich zuerst Anna im Mittelpunkt gestanden, wo ich sie dann auch zu mir nehmen durfte. Sie durfte heben. Eigentlich von denen an die ganze Zeit. Und der Max, also ich habe dann mal gefragt, was denn das erste Kind für das Geschlecht hat. Und jetzt heisst es ein Bub. Max überlebt. Mit einem Gewicht von knapp 1 Kilo ist er doppelt so schwer wie seine verstorbene Schwester. Doch die ersten Wochen sind kritisch. Auf der Neonatologie der Frauenklinik kämpft ein Team aus Ärzten und Pflegern um sein Leben. Es gibt Komplikationen mit der Lunge. Er muss künstlich beatmet werden und es droht die Gefahr einer Hirnblutung. Nach 5 Wochen hat Max die kritischste Phase überstanden. Jeden Tag während mehrerer Stunden stehen die Eltern an seinem Bettchen. Oft hilflos, weil sie nichts für ihn tun können. Ein inniger Moment für Eltern und Kind ist deshalb das Kangarooing. Die 1-2 Stunden auf der nackten Brust der Eltern sind wichtig für die Entwicklung der Frühchen. Es war eine schwierige Zeit am Anfang mit meinen Eltern. Man kennt sie nicht, es ist das erste Mal, dass wir das erleben. Und ist auch voller Angst, dass etwas passieren könnte. Man kann es nicht zuordnen, aber man macht einfach mit. Man nimmt und bangt natürlich auch. Und in der Zwischenzeit hat Max 5 Wochen, ist er jetzt schon hier auf der Welt und macht es recht gut, macht Fortschritt. Seit den letzten 2 Wochen nimmt er auch recht zu. Und es sind immer positive Fortschritte, die er macht. Wenn man anruft, hat man jetzt auch nicht mehr unbedingt Angst, dass man etwas hört, was man eigentlich lieber nicht hören würde. Man kann ja jetzt mitten in der Nacht anrufen, wenn man verwacht oder gerade irgendwie unruhig ist oder so. Und das seit 2 Wochen, sage ich, seit wir sehen, es geht ihm wirklich stabil, konstant besser, ist auch so eine gewisse Zuversicht
Was natürlich auch dem Ganzen ein bisschen Druck rausnimmt. Max darf in ein neues Bettchen. Er ist nun so stabil, dass er den Brutkasten nicht mehr braucht. Es sind diese kleinen, aber stetigen Entwicklungsschritte, die den Eltern Mut machen und ihnen eine Perspektive geben. Die Hoffnung, dass sie ihren Sohn gesund nach Hause nehmen dürfen. Es geht mit dem Aufwärts, hat sich sehr gut entwickelt und sie ist sehr erfreulich. Ja. 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 Wenn man drinsteckt, funktioniert man einfach, man macht. Man hat ja einfach das Ziel, dass es dem Kind gut geht, dass es uns gut geht, damit man die Kraft aufbringen kann, die es braucht, damit man für das Kind da sein kann. Auch füreinander da sein oder auch schauen, dass der Stefan und ich genug Zeit können miteinander verbringen, dass das auch wirklich, ja, dass man das Wichtigste, und das hat sich dann wirklich auf das begrenzt, also die 3 Monate hat sich begrenzt auf Max, Stefan und ich, Spital und ganz, ganz wenig Kontakt zu den engsten Familienmitgliedern, aber ganz wenig Kontakt. Bis Max nach Hause darf, geht es noch einige Wochen. Er muss noch viel an Größe und Gewicht aufholen. Das machst du so perfekt, hä? Und vor allem ohne Atemhilfe atmen können. Heute ist nur sein Vater zu Besuch. Die Mutter hat die Grippe. Die Eltern werden auf der Neonatologie früh in die Pflege der Kinder mit einbezogen. Beim Milchgeben ist der Vater schon routiniert. Über eine Magensonde erhält das Frühchen abgepumpte Muttermilch. Nun wagt sich der Vater das erste Mal ans Wickeln. Ja, sehr munzig. Ja, ja, es ist, man traut ihn kaum anzulängen. Ja. Das sind nicht gut. Ja. 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 Die Pflegenden und Ärzte sind wichtige Bezugspersonen für die Eltern. Sie machen ihnen immer wieder Mut. So gut ein Gewicht zu nehmen, dass er auch kräftiger wird. Ja. Mhm. Mit der Atemhilfe, die braucht er weiterhin. Die Pausen verträgt er wirklich nur ganz kurz. Ja. Heute Morgen war er mal 10 Minuten, Viertelstunde ab wieder. Ohne Maske. Ja. Ohne Maske. Wir brauchen auch noch, einfach noch Geduld. Ja, ja. Die haben wir ja. 5 Monate später. Wir besuchen die Familie an einem Sommertag zu Hause in Esch bei Basel. Im Januar, 3 Monate nach der Geburt, konnten die Eltern Max eine Woche vor dem erwarteten Geburtstermin mit nach Hause nehmen. Die Eltern erzählen, dass die letzten Wochen trotz der großen Freude nicht einfach waren. Die Angst, Max könnte plötzlich aufhören zu atmen, war immer da. Tatsächlich hatte er bei einer Augenuntersuchung einen Atemaussetzer. Doch Max hat sich prächtig entwickelt. Das einst winzige Menschlein ist kaum wiederzuerkennen. Die positive Entwicklung von Max macht den Eltern Mut. Sie können die schwierige Zeit etwas hinter sich lassen. Das ist eine Abkühlung, he? Jubala. Das ist ein heißer Tag. Ihr Deck ist ausbreitet. Dennoch schwanken sie immer wieder zwischen Unbeschwertheit und Angst. Ein bisschen kühl und der Baum ist frischer. Klar, habe ich im Hinterköpfchen habe ich immer schon ein bisschen Angst. Also wenn er, ich bin jetzt halt so eine Mutter, wenn er einen Mucks macht, gehe ich sicher schauen. Das heisst nicht, dass ich ihn aufnehme, aber ich gehe schauen. Weil halt irgendjemand Angst da ist, dass etwas mit dem Schnaufen nicht klappt oder sonst etwas nicht gut ist. Ein paar Wochen später, an einem Sonntagnachmittag im Basler Zolli.
Die Eltern wollen Max das neue Affengehege zeigen. Ah, da oben ist einer. Ja. Max, siehst du ihn? Ja. Scherzig. Schau mal, die Farbe ist so schön geworden. He? Oh, der Kahn ist oder mit drin. Ist ein super Held. Brigitte und Stefan Vogel sind fröhliche und gesellige Menschen, die das Leben genießen. Trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Schicksalsschläge, die beide schon erlebt haben. Schwere Krankheiten und der Verlust von lieben Menschen. Der Papi kommt mit. Das, was sie mit ihren Zwillingen erlebt haben, sagen sie, das sei nochmals eine andere Dimension. Die glücklichen Momente mit Max geben ihnen die Kraft und Zuversicht, das Ganze zu verarbeiten. Es sind aber auch gerade diese Momente, in denen seine Schwester fehlt. Wie schau, gell? Ja! Wie Gina? Wir haben zwei Kinder. Wir haben Anna und Max. Und mit Max dürfen wir halt die Freude teilen, wo wir wissen, wie es ihm geht und was er macht. Ich glaube, mit unserer Geschichte, auch wenn wir die Geschichte haben und miteinander, die wir vermissen, wo wir uns ein paar Mal fragen, wie sie jetzt sagt, wer mit ihr, wie sie wird aussehen und so, was für ein Typ sie wird, dann das ist da, aber das ist nicht ständig präsent. Bald hat Max Geburtstag. Die Eltern wollen ihn feiern. Gleichzeitig haben sie gemischte Gefühle, was diesen Tag angeht. Denn es ist auch der Todestag von Anna. Stefan Vogel war bei der Geburt seiner Kinder nicht dabei. Der BLS-Lokomotivführer geht in seiner Freizeit oft in die Berge. Eigentlich hatte er damals eine einwöchige Bergtour geplant, entschied sich dann aber für eine Tagestour, weil seine Frau bereits im Spital war. Mit einer notfallmäßigen Geburt rechnete niemand. Als der Anruf kam, machte sich Stefan Vogel so schnell wie möglich auf den Weg nach Basel. Im Zug erfuhr er dann von den dramatischen Ereignissen. Also, wenn ich das im Zug erfahren habe durch meine Frau, dass es dann noch nicht geschafft hat, das ist einfach der Gedanke gewesen, so schnell wie möglich zu ihr ins Spital. Und ja, als ich dann noch gesehen habe, das ist natürlich schon, es hat mich auch hergenommen, emotional. Die Tränen sind auch geflossen. Und ja, Donna ist halt ein Teil auch von unserer Geschichte, Brigitte und mir. Und ja, Abschied nehmen halt auch. Obwohl wir sie eigentlich nie haben können erleben, wie sie lacht, wie sie umspringt, wie sie gross wird. Ja. Das sagt ein Vater, der früher nie Kinder haben wollte. Und dann, als er sich darauf einstellte und sich freute, so vom Schicksal getroffen wurde. Es ist der 28. Oktober. Gestern feierte die Familie den ersten Geburtstag von Max. Und sie trauerte um ihre Tochter, die an diesem Tag starb. Sie feierten im engsten Freundes- und Familienkreis und waren froh um etwas Ablenkung. Die Leute sind gekommen, eigentlich, um mit uns den Geburtstag von Max zu feiern, aber Anna ist nicht vergessen gegangen. Also es sind Leute, die gekommen sind, sie sind rasch bei der Anna vorbei, haben ein Kerzchen da oder haben etwas mitgebracht für Anna, ein Blümchen oder eine Zeichnung für Anna, die wir dann aufs Grab tun dürfen. So. Also, sie ist nicht, das finde ich halt einfach auch noch schön. Sie ist nicht nur bei uns nicht vergessen, sondern eben auch bei den Leuten, die uns wichtig sind.
Blumen und Kerzen für Anna. Die Eltern wollten sie in der Nähe haben und haben ihre Urne bei sich im Garten begraben. Wo möchten sie für sich behalten? Der Stefan zündet jeden Abend ein Kerzchen an und wir gehen mit dem Max viel vorbei und reden von der Anna. Mal mehr, mal weniger. Es ist nicht also immer, dass es so wahnsinnig präsent ist, aber doch immer. Und jetzt, so seit einer Woche, zwei, habe ich das Gefühl, realisiert er auch, wenn wir da hingehen zum Grab, nicht, dass es dann noch ist. Er kann sie gar nicht verstehen, nicht begreifen, aber er begreift dort eh schon etwas. Ein früher Abend Anfang Januar. Brigitte Vogel kommt mit Max ins Kinderspital Basel. Diesmal nicht für eine Untersuchung, sondern zum Austausch mit anderen Eltern von zu früh geborenen Kindern. Die Elterngruppe trifft sich einmal im Monat. Dani. Hoi. Hoi, wünsche ich dir auch alles Gute. Wo ist Rebecca? Ja, ist es gut? Ja, du hast dich verändert. Schon ewig gesehen. Du bist ein grosses Mädchen geworden. Mit dabei sind auch immer Pflegende, die die Kinder auf der Neonatologie betreut haben. Das sind alles ehemalige Patienten von uns, ehemalige Frühgeborene, die wirklich lange, lange Zeit im Spital verbrachten, die mit ganz eng verknüpft waren. Und für die ist zu abrupt diese Trennung eigentlich von Spital zum Daheim. Und die sind froh, wenn sie da Möglichkeiten haben, zum anderen Eltern kennenlernen, zum eben mit denen den Austausch möglich machen und sich da wirklich austauschen. Aber wir sind natürlich dankbar zu hören, was andere für Erfahrungen gemacht haben. Eben aber auch zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln. Wenn man ein Buschi hat, wenn man schon ein paar Monate ältere Kinder sieht, eben, dass man sieht, wie sie vielleicht schon krabbeln, dass sie können von aufziehen, rumlaufen. Das gibt einem Mut, trotz allem. Was ich wusste, bei Max ist eigentlich alles in Ordnung. Jetzt hat es können aufholen. Das ist, und dann ist für mich auch immer wieder sind auch Pflegefachfrauen, die ja auf der Station waren, wo man das Verhältnis hat. Es ist irgendwie für mich sehr eine intensive Zeit gewesen und auch die Leute, die mir ans Herz gewachsen sind. Ein paar Wochen später. Die Einjahreskontrolle im Kinderspital steht bevor. Heute zeigt sich, wie gut sich Max in den letzten Monaten entwickelt hat. Wie wäre das für euch? Also, wenn es jetzt vielleicht irgendwelche Folgen gäbe? Ja, das ist so schwierig zu beurteilen. Es ist, denke ich, für uns, wir können abschätzen, dass es eigentlich mehr oder weniger alles gut ist. Zum heutigen Zeitpunkt, was es heisst, man hat es auch wieder in den letzten Tagen auch wieder mehr gesagt, vielleicht hat er mal Lernschwierigkeiten oder etwas anderes, was kommt. Und dann ist es so, es ist, er macht uns so Freude, wie er heute da ist. Und ich glaube, man hat das Kind nicht anders gern. Es ist schwierig. Ich denke, wenn man nicht selber in der Situation ist, kann man es gar nicht so recht abschätzen. Max kam zwar im Oktober auf die Welt, für die Ärzte aber gilt sein eigentlich berechneter Geburtstermin im Januar. Gemäß diesem wäre Max jetzt 12 Monate alt. Und an diesem Alter misst die Ärztin in einer entwicklungsneurologischen Untersuchung seinen Entwicklungsstand. Max, hast du noch mal Leute? Du willst ja nicht durchschauen. Hast du noch mal Leute? Super. Sehr gut. Wie ist sein soziales Verhalten? Wie ist seine Sprache? Und wie bewegt er sich? Die Ärztin misst Max anhand von Normwerten und kann so seine Entwicklung beurteilen. Falls nötig, kann sie unterstützende Therapien einleiten. Bei zu früh geborenen Kindern werden diese Tests in regelmäßigen Jahresabständen bis ins Schulalter durchgeführt. Dann erst zeigt sich, ob ein Kind zum Beispiel Lernschwierigkeiten hat. Eine mögliche Spätfolge der viel zu frühen Geburt. Bei Max scheint im Moment alles in Ordnung zu sein.
sieht bis jetzt also wirklich alles ganz bestens aus. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber ich komme überall sicher auf 12 Monate mindestens. Ja. Du hast das letzte Mal bei der 6-Monats-Kontrolle sind wir glaube schon bei etwa teilweise fast 8 Monate gewesen. Ja. Also es ist sicher alterskorrigiert. Bestens. Ja, die gar keine Frage. Er hat eine ausgezeichnete, schöne Entwicklung gezeigt. Also neuropsychomotorische Entwicklung absolut altersentsprechend. Für einen korrigierten 12 Monate alten Bub wahrscheinlich sogar etwas besser. Sehr ein erfreulicher Verlauf für den extrem frühgeborenen kleinen Bub. Jetzt ist ja alles gut, hat man gehört. Jetzt, so nach diesem Jahr mit dem Max, nach dem allem, was ihr habt erlebt, hättet ihr den Mut noch mal für noch mal ein Kind? Wir lachen jetzt gerade, weil ich hatte schon ein paar Mal gesagt, es wäre schön, noch mal ein Kind. Aber ganz ehrlich, die Chance, dass es Zwillinge gibt, ist halt einfach da. Und da hatte ich Angst davor, vor diesem Schritt. Hatte ich Angst. Aber es wäre schön, ich kann immer viele Kinder wählen. Und wir sind dankbar, dass wir den Max haben und dass wir ihn dürfen sehen aufwachsen. Das ist schön. Er haltet uns so auf Trab. Und so endet diese Geschichte mit einem hoffnungsvolleren Ausgang, als die meisten anfangs zu hoffen wagten. So wie sich Max im Moment entwickelt, stehen die Chancen für ein Leben ohne Folgen durch die Frühgeburt gut.